NLP ist quasi wie ein Werkzeugkoffer voll verschiedener Techniken und Möglichkeiten, sein Leben zu verbessern. Wir können uns selbst neu erfinden. Mach dein Leben zu einem Meisterwerk. Das eigene Traumleben leichter zu erreichen. Und der Geist hat hier eine entscheidende Rolle, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Das werden wir heute ändern. Ja, wie du deinen Geist trainierst, wie du besser kommunizierst, als Folge ein finanziell freieres Leben führst und dein Leben deutlich verbesserst. Wir sehen uns heute zwei simple Übungen an, die wir hier direkt und live gemeinsam machen werden, die du am besten gleich mitmachst und die du sofort in dein Leben implementieren kannst. Ja, von dem her, ich freue mich sehr, dass wir ihn heute zu Gast haben. Vielleicht kennst du ihn auch schon von unserem Europakongress, wo auch schon als Gastspeaker mit dabei war. Ganz tolles Feedback. Hat einer der führenden NLP-Trainer im deutschsprachigen Raum, zahlreiche Bücher und Hörbücher, seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig, über 3000 Seminartage, mehr als 100.000 Menschen auf seinen Events geschult, zahlreiche karitative, weltverbessernde Projekte. Ja, ich spreche über Stefan Landsiedel. Hallo lieber Stefan, schön, dass du zugeschaltet bist. Wie geht's dir? Hallo Thorsten, schön, dass wir die Gelegenheit haben. Ja, sehr gut. Ja, das wird heute ein spannendes Interview. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf die zwei tollen Übungen, die wir gemeinsam durchgehen werden, die wirklich sehr, sehr einfach sind, die wir auch gemeinsam implementieren werden. Ja, und von dem her, lass uns zunächst mal starten. Wir sprechen uns heute sehr, sehr viel über das Thema Geist, mentale Arbeit, NLP. Auch dieser Begriff NLP, neurolinguistisches Programmieren. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Warum, wieso, weshalb sind diese Methoden so interessant und warum bringen sie direkt etwas, um das eigene Leben zu verbessern, ja, sogar zu transformieren? Ja, NLP ist quasi wie ein Werkzeugkoffer voll verschiedener Techniken und Möglichkeiten, sein Leben zu verbessern, die Kommunikation mit anderen, mit Kindern, mit Partnern, mit Kunden, aber auch mit sich selbst, die innere Kommunikation zu verbessern. Und es ist quasi ein Best-of, also eine Sammlung aus verschiedensten psychotherapeutischen Methoden, aus Veränderungstechniken, wo man sich sozusagen die besten, die wirksamsten Strategien rausgesucht hat und die dann eben verfeinert hat. Und deswegen ist es enorm wirkungsvoll. In den letzten Jahren hat auch die Neuropsychologie, also die Gehirnforschung, immer mehr entdeckt, was da eigentlich im Gehirn passiert. Und das, was vorher so einfach aus der Praxis heraus gut funktioniert hat, inzwischen weiß man auch sehr stark, was da passiert, was aktiviert wird, warum wir danach plötzlich mehr Lust haben, unsere Ziele zu erreichen, mehr Freude haben, unser Leben zu gestalten. Und was für mich das Tolle war, es ist so pragmatisch. NLP hat so ganz viele schöne kleine Schritte. Weißt du, im positiven Denken, da sage ich mir, denk positiv. Ja, okay, ah, das habe ich wieder vergessen, wie mache ich das? Aber NLP sagt, mach erstens, mach zweitens, mach drittens und dann fühlst du dich einfach gleich besser. Und diese pragmatischen Tools, die sind einfach so klasse im NLP. Bevor wir gleich zu den zwei Übungen kommen, vielleicht kannst du mal so kurz zusammenfassen, was konkret verändert sich im Leben? Also was kann man wirklich damit machen? Das heißt nicht, die Strategien, Technik schauen wir uns an, aber so was dahinter? Also jetzt wie zum Beispiel, dass wir Ziele erreichen, das hast du schon genannt beispielsweise. Das heißt, wir kommen wirklich dahin im Leben, wo wir hinwollen, weil wir es mental schon vorbereiten und richtig anpacken. Und ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen. Was können wir alles verbessern damit? Absolut. Also ich war mit 17 Jahren total schüchtern, wollte mich schon fast umbringen wegen so einer unglücklichen Liebesgeschichte und habe mit NLP wirklich ein komplett neues Leben für mich bekommen. Also ein Thema ist zum Beispiel Selbstbewusstsein aufbauen, Selbstvertrauen für sich selbst, Kraft finden. In den Momenten, wo uns im Alltag vielleicht die Energie fehlt, jetzt noch was zu tun für unser Ziel, jetzt noch was am Abend vielleicht zu lernen oder noch was zu arbeiten oder wirklich dann den Mut zu haben in der Situation, ich halte jetzt den Vortrag oder ich gehe jetzt in das Meeting, ich rufe den Kunden noch an oder ich traue mich jetzt wirklich diese Geldanlage auch zu machen. Ich bin jetzt, ich habe jetzt das Mindset, aber ich mache jetzt diesen Schritt eben auch. Das heißt, alles, was so mit unserem Kopf zu tun hat, mit unserem Denken, aber auch, wenn wir Ängste haben in bestimmten Bereichen, wie kann ich Ängste überwinden? Das NLP ist eine Methode, die kann man auch psychotherapeutisch nutzen. Aber auch, ich sage oft, NLP ist was Psychologie für gesunde Menschen. Also für Menschen, die sagen, in meinem Leben, da gibt es noch mehr. Ich könnte mein Leben gelassener erleben, selbstbewusster erleben, kraftvoller erleben. Ich kann meine Ziele besser erreichen. Ich kann lernen, anders mit anderen Menschen umzugehen. Ich kann Konflikte mit mir selber besser lösen. Die Dinge im Kopf, wo ich manchmal so in der Gedankenschleife drin hänge, wo ich mir vielleicht Sorgen mache, das kann ich damit beenden. Und ich kann anfangen zu überlegen, wer will ich eigentlich sein? Wie will ich leben? Ich kann einen Lebensentwurf machen. Ich nenne das oft Life Design. Und dann setze ich mich hin und überlege, ja, wie soll mein Leben aussehen? Was sind meine Ziele? Welche Werte möchte ich gerne stärker leben? Was für ein Bild von mir selbst will ich haben? Bin ich bereit, an mich selbst zu glauben? Ne? Viele Menschen haben da die Schwierigkeit, dass sie sagen, ja, ich bin nicht gut genug, ich muss Leistung bringen, das alles machen, damit ich geliebt werden kann und so weiter. Wir können uns selbst neu erfinden. Das ist so das, was so für mich jetzt nach über 25 Jahren mit NLP so das Spannende ist, wie ich sehe, wie Menschen sich einfach verändern und das wirklich machen können, was sie machen wollen. Und das ist für mich auch das Thema Freiheit, ganz klar. Das heißt,
Wenn jemand sagt, ich will mein Traumleben leben, dann ist das erste Schritt, okay, wie sieht denn das aus? Beschreib das und dann, was für ein Mensch musst du werden, um dieses Leben zu leben? Dass du sagen kannst, hey, ihr könnt mir alles wegnehmen, was immer ich habe, aber ich kann alles wieder neu aufbauen, weil in mir die Persönlichkeit ist, die sich das wieder zurückholt. Ja, und das hat sehr, sehr viel auch mit dem Thema Geld zu tun. Ist ja, Geld ist auch extrem mental, ist ja letztendlich auch nur eine Form der Energie. Und wenn wir die richtige Frequenz dazu erreichen, mental, und auch die richtigen Dinge tun, die richtigen Entscheidungen, weil alles, was wir tun und auch vor allem, was wir nicht tun, hat immer mit unserem Geist zu tun. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, den Geist ständig zu trainieren, da liegt das Gold sozusagen auch drin. Das möchte ich auch hier bestätigen. Und auch ein tolles Beispiel aus der Praxis. Ich denke, wir alle hatten wahrscheinlich schon mal irgendwann mal Liebeskummer. Und es ist aber letztendlich auch alles mental, wo wir irgendwo in einem Mangel in dem Moment sind. Aber also das heißt auch mental diesen Mangel kreieren und erschaffen. Aber und das aber auch dadurch ja wieder ändern können, weil es ist ja mental. Es ist hier oben. Es ist selbst kreiert. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, lass uns starten mit den Übungen. Was hast du für uns vorbereitet? Gut, also erste Übung, ganz klassische, grundlegende NLP-Übung. Da geht es einfach darum, wieder mehr in seine Kraft und seine Energie zu kommen. Und wir nennen das einen Moment of Excellence oder auch einen magischen Moment im Leben. Und wir alle haben in unserem Leben schon mal Momente gehabt, wo wir uns einfach gut gefühlt haben, wo wir stark waren, wo wir kraftvoll waren, wo wir voll in unserer Kraft waren. Und wenn wir dieses Gefühl häufiger abrufen könnten, sähe unser Leben schon ganz anders aus. Vielleicht kannst du, wenn du jetzt das Video dir anschaust, dir vorstellen, einen der besten Momente deines Lebens. Und wie wäre dein Leben, wenn du häufiger in dieser Kraft, in dieser Energie wärst? Und genau darum geht es in der Übung. Das heißt, erster Schritt dabei ist, erinnere dich an einen Moment, eine Situation in deinem Leben, wo du mal in dieser vollen Kraft warst. Also nimm dir einen kurzen Moment, wenn du magst, schließ auch ruhig deine Augen, das ist gut, um sich nach innen zu konzentrieren, und finde einen Moment in deinem Leben, wo du voll in deiner Kraft warst. Ja, genau, dazu will ich noch kurz sagen, auch an unsere Zuseher, mach jetzt bitte gleich mit, also ich werde diese Übung auch mitmachen. Mach du auch gleich mit, damit du wirklich das Maximale von diesem Video rausnimmst. Also es das heißt am besten, auch jetzt mit Augen geschlossen, werde ich jetzt auch so machen und lass uns jetzt gemeinsam hier starten. Absolut, super, Thorsten. Also Augen zu und such dir einen der besten Momente deines Lebens aus. Nimm sonst einfach den erstbesten, der dir jetzt gerade kommt, wo du merkst, da war ich in meiner Kraft, in meiner Energie, da hätte ich Bäume ausreißen können oder da habe ich mich einfach richtig gut gefühlt oder war ich super glücklich. Nimm einen solchen Moment und dann erinnere dich an diesen Moment in deinem Inneren. Nimm wahr, was siehst du dort? Hast du innere Bilder? Waren vielleicht noch andere Menschen da? War das ein besonderer Ort? Was hast du da gesehen? Dann nimm wahr, was hast du dort gehört? Gab es da Stimmen, Geräusche? Hat jemand was zu dir gesagt? Wie hast du dich gefühlt? Was war da in deinem Körper? Warst du ruhig, gelassen? War dein Prickeln? Warst du aufgeregt? Warst du voller Energie vielleicht? Gab es vielleicht auch irgendwas, was du gerochen oder geschmeckt hast? Nimm alle Sinne voll mit hinein. Was hast du gesehen, gehört, gefühlt, gerochen, geschmeckt? Und jetzt schau, ob du es noch intensivieren kannst. Kannst du vielleicht dein Bild noch näher ranholen? Kannst du es größer machen? Kannst du es noch farbiger machen? Wenn es da was zu hören gab, kannst du es lauter machen, kannst du es leiser machen, kannst du es intensiver machen. Tauch so intensiv, wie es für dich möglich ist, in diese innere Erfahrung hinein. Und dann, wenn du voll drin bist, wenn du das Gefühl hast, gut, so gut, wie es jetzt gerade geht, dann halte dieses Gefühl für dich fest. Zum Beispiel, indem du einfach zwei Finger aneinander drückst oder deine Faust ballst oder dich irgendwo an den Händen berührst oder so. Und es kann ruhig feste sein, fester Druck und verknüpfe dieses Gefühl mit dieser Situation, mit dieser schönen Erinnerung. Halte das einen Moment, bleib noch einen Moment in dem intensiven Gefühl, genieße es noch. Und dann lass es los. Ist los und nimm einen tiefen Atemzug. Und komm wieder hierher zurück. Ja, einen kleinen Moment. Ja, und dann tauch wieder auf. So, das ist ja mal so ein Klassiker jetzt in der Mini-Mini-Version. Aber du hast vielleicht schon ein bisschen gemerkt, worum es im NLP geht. Wir arbeiten viel mit dem Geist, mit unseren Vorstellungen, mit dem, was wir sehen. Wir haben eine riesige Schatzkammer in uns von vergangenen Erfahrungen.
Und wenn es uns gelingt, wieder in diese Kraft hineinzukommen, das kann auch was anderes sein, das kann auch Kreativität sein oder Selbstbewusstsein, es kann auch Liebe sein. Es kann letztendlich jedes Gefühl sein, jeder Zustand, den wir schon mal im Leben hatten, diesen Zustand wieder hervorzuholen und zu intensivieren. Und das ist eine powervolle Ressource. Stell dir vor, du könntest zum Beispiel vor einem Vortrag Selbstbewusstsein abrufen. Oder du könntest, wenn du ein Konzept machen solltest, du könntest deine Kreativität wieder reaktivieren. Oder du kommst nach einem stressigen Tag nach Hause, ein Partner wartet auf dich und du aktivierst vorher noch einmal dieses tiefe Gefühl von Liebe und von Verbindung, was du vielleicht gerade am Anfang der Beziehung oder bei der Verlobung, bei der Hochzeit oder wo auch immer gespürt hast. Und du kannst das sehr schnell wieder reaktivieren. Oder Geduld mit deinen Kindern oder so. Also das sind alles Beispiele für diese simple Übung, wo wir uns einfach im Leben, das Leben viel einfacher machen können. Ja, war auch eine sehr schöne, spannende Übung. Habe sie auch selber mitgemacht und es ändert einfach schon die eigene Energie, das eigene Wohlbefinden. Faszinierend. Ich habe selber keine direkte NLP-Ausbildung, habe aber schon sehr, sehr viel mentale Arbeit auch stetig gemacht und kann deswegen auch einfach sagen, das ist, dass da wirklich Gold drin liegt. Ist mir aber gerade aufgefallen, dass ich das unbewusst teilweise selber so ähnlich mache. Also vor schwierigen Situationen, wenn ich mich nicht so wohlfühle. Na, also, ja, schöne Übung. Was vielleicht ein ganz kleiner Hack noch hier war, den ich mit eingebaut habe, war, es ist eigentlich eine zweite, sehr ausführlichere Übung ist. Ich habe gesagt, mal kurz, schau mal, ob du das Bild näher ranholen kannst oder weiter wegschieben kannst oder ob du die Lautstärke noch verändern kannst. Und das ist sogar schon, da gibt es ganz, ganz viele feine Regler, könnte man sich vorstellen, ne? Als hätten wir so ein Mischpult für unser Gehirn. Ne? Manche sagen ja, NLP ist so ein bisschen das Handbuch, wie benutzen wir eigentlich diesen Computer da oben ein bisschen besser, die fortgeschrittenen Funktionen. Und das ist eine Möglichkeit zu sagen, mach dir Dinge in deiner Vorstellung lauter, mach sie leiser. Denn es macht für die meisten Menschen ja auch in echt einen Riesenunterschied, ob wir Musik laut hören oder leise hören. Ne? Also deine Lieblingsmusik einmal laut, voll aufgedreht, so vielleicht zum Tanzen oder so, dass du die Bässe hörst, und einmal eher leise im Hintergrund, wo du denkst, naja, ist immer noch ein schönes Lied, aber das erreicht mich jetzt gefühlsmäßig nicht so. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in unsere Emotionen, in unsere Gefühle zu kommen, die auszubauen. Und da haben wir eben sehr, sehr viele Möglichkeiten im NLP, die zu verändern, negative Gefühle abzuschwächen oder positive Gefühle noch stärker zu machen. Hervorragend. Ja, und du hast uns noch eine zweite Übung, glaube ich, mitgebracht, oder? Genau, NLP hat hunderte von diesen Übungen. Manche sind auch deutlich länger. Bei manchen geht es auch darum, in seiner Kindheit mal aufzuräumen. Ne? Wenn einen die Eltern nicht gemocht haben, da kann man da wirklich stundenlang in seiner Kindheit arbeiten, was verändern. Super, super cool. Aber natürlich nicht für so einen Podcast geeignet. Aber eine zweite sehr kurze Übung ist, im NLP haben wir die sogenannte Mentortechnik. Das heißt, wir können uns Rat und Tipps holen von jemand, der schon irgendwie weiter ist im Leben, jemand, den wir bewundern. Und das Schöne ist, wir müssen nicht mal einen echten Zugang haben zu diesem Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, einer meiner Mentoren ist Warren Buffett und ich habe wirklich, ich hab mit Genuss seine Biografie gelesen und immer wieder studiert, was er so sagt. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich, wenn ich den anrufe und sage, du Warren, kannst du mir ein paar Tipps geben? Ich stehe hier gerade vor einer finanziellen Entscheidung. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, damit er vielleicht sagen, du Stefan, weißt du was, komm auf meine Aktionärsversammlung, das reicht, aber ich kommuniziere nicht eins zu eins mit dir, ne? So, jetzt kann ich aber trotzdem NLP hergehen und kann sagen, aha, ich weiß jetzt ganz viel über Warren Buffett, ich habe eine Idee, wie der tickt, ich habe mich beschäftigt mit seinen Werken, ich hole mir den und hole mir von ihm einen Ratschlag. Und das mache ich eben so, indem ich wieder möglicherweise, wenn ich möchte, meine Augen schließe und stelle mir Warren Buffett vor. Das kann auch jeder andere sein, das ist jetzt nur ein Beispiel einfach gerade für dich. Ein Mensch, den du bewunderst, von dem du ein Fan bist, der im Leben in einem bestimmten Bereich einfach schon mal viel, viel weiter ist als du, jemand, von dem du richtig was lernen kannst. Und jetzt stell dir vor, du siehst Warren Buffett vor dir stehen jetzt als Beispiel oder dein Mentor. Und dann erzählst du Warren Buffett, Mensch, ich habe da gerade eine finanzielle Entscheidung zu treffen oder ich möchte gerne mehr Gelassenheit in mein Leben bringen oder was immer dir gerade wichtig ist, was dich beschäftigt. Und du erzählst es dem so und stellst dir vor, wie Warren Buffett dir geduldig zuhört. Und dann wechselst du mental deine Position. Und stell dir vor, du wärst jetzt Warren Buffett. Tauche mal ein in diesen Warren Buffett. Stell dir vor, wie siehst du aus, wenn du dieser Mensch bist? Wie atmest du? Wie stehst du da? Wie fühlst du dich, wenn du dieser Mensch bist? Und mach dir bewusst, wer du bist, was du für eine Lebensgeschichte hast. Ja, sagst du dir, okay, ich bin Warren Buffett, ich habe das und das und das und das in meinem Leben schon alles gemacht, ich stehe da und da und da und da. Und dann stell dir vor, was würdest du jetzt als Warren Buffett
dir selbst für einen Tipp mitgeben? Was ist dein Rat an dich selbst? Und dann sagst du das als Warren Buffett. Dann sagst du, lieber Thorsten, liebe Susanne, liebe Maria, liebe Eva, wie immer du heißt, ich empfehle dir das und das. Aus meiner langen Erfahrung kann ich sagen, so und so und so und so. Oder denk doch mal über das und das noch nach, berücksichtige mal diesen Aspekt noch. Und du als dieser Mentor, was gibst du dir selbst vielleicht mit als Symbol oder als Geschenk für dieses Gespräch, für diese Situation? Gibt es da irgendwas, was du dem anderen mitgeben willst? Vielleicht symbolisch ein Herz, ein Dollar, eine Akte, um nochmal sich die Zahlen anzuschauen oder was immer es ist. Überleg dir, was ist das Geschenk, was dieser Mentor dann an dich überreicht? Du siehst dich selbst von außen und du als Mentor gibst dir selbst das Geschenk. Und dann wechsel wieder, Achtung, mental, wechsel wieder, geh wieder zurück in dich selbst und sieh wieder den Mentor, der dir gerade das Geschenk überreicht hat. Und höre auch nochmal, was hat der Mentor dir gerade gesagt? Was war seine Botschaft? Lass das mal auf dich wirken. Und schau, ob das irgendwie hilft, da was Wertvolles drin war, ein Aspekt, den du vielleicht vorher noch nicht berücksichtigt hast, der deinen Erfahrungshorizont erweitert, bereichert. Und dann bedanke dich bei deinem Mentor und komm wieder zurück ins Hier und Jetzt. Nimm einen Atemzug, wenn du magst, und streck dich ein bisschen, beweg dich immer. Solchen Übungen. Genau, sehr gut. Ja, auch das, die Mini-Version, kann man auch machen mit mehreren Mentoren. Und wenn wir das im Seminar machen, dann wechseln wir auch den Platz. Dann stellt man sich auch wirklich dahin, wo der Mentor gestanden hat. Das macht es nochmal viel leichter, diesen Effekt auch zu verschärfen. Aber ich wollte es trotzdem als kleine Übung schon mitgeben, weil du kannst das so einfach umsetzen. Wenn es da draußen Menschen gibt, wo du sagst, boah, ich bewundere die, von denen hätte ich keine Scheibe, dann such dir im Internet, such dir ein Bild von denen, druck dir das aus, häng dir das an die Wand, an dein Whiteboard, in dein Büro, wo auch immer du hinkommst. Ich hatte lange Zeit ein Bild von Elon Musk bei mir am Whiteboard hängen und immer wenn ich aus dem Büro rausgegangen bin, kam mein Blick auf Elon Musk und ich habe mich gefragt, was würde Elon Musk jetzt sagen? Und dann dachte ich, oh Mann, Stefan, du hast dich schon wieder in so vielen Kleinigkeiten verzettelt. Denk doch mal größer, delegier das, gib das ab. Elon Musk würde bestimmt jetzt nicht um den Scheiß selbst rumkümmern. Delegieren, weg damit, Zeit freischaufeln für die Dinge, die wirklich wichtig sind, weil ich als Elon Musk hätte ja zig Firmen, zig Projekte, die die Welt bewegen und nicht irgendwie jetzt hier irgendein Datenproblem oder irgend sowas in der Art. Also es ist ganz faszinierend, es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wenn man sich in jemand anderen hineinversetzt und sagt, tu so, als ob du wärst dieser andere Mensch, dass wir plötzlich schlauere Ideen, schlauere Antworten haben. Und natürlich, irgendwo kommt das aus uns, aber wir trauen es oft nicht, uns das einzustehen oder zuzusagen, weil wir in unserem kleinlichen Ich dann doch wieder im alten Denken dann oft wieder stark festhängen. Und diese Mentorübung hilft uns halt, unsere Glaubenssätze auch mal zu sprengen und mal an andere Dinge zu denken. Abgesehen davon, wer ein bisschen Vorstellungsvermögen hat, das ist eine sehr emotionale, schöne Geschichte, sich vorzustellen, man begegnet seinen Mentoren. Also meiner Mentor ist ja Tony Robbins, ein ganz bekannter Persönlichkeitstrainer. Und ich bin so oft live begegnet, das ist so lebendig in mir, dass wenn ich mir vorstelle, wie er da steht und sagt, Stefan, was machst du jetzt gerade wieder? Denk doch mal eine Nummer größer, pack das mal an. Oder hey, wo bleibt deine Begeisterung, deine Energie, dein Selbstvertrauen? Geh doch mal wieder da voll rein. Ja, wirklich sehr schöne Übung auch. Ist, glaube ich, auch in dem Finanzklassiker Think and Grow Rich von Napoleon Hill in anderer Art und Weise drin mit mentalen Ratgebern. Also wirklich sehr, sehr schöne Übung, kann ich auch sehr empfehlen. Da denke ich auch, kann man da auch gut kombinieren, wenn man sich spezielle Leute raussucht und die dann zum Beispiel mit dem schönen Poster vielleicht auch mit reinigt, dass das Auge immer wieder drauf geht, dass man auch die Energien reinnimmt, weil ich finde, das hast du wirklich sehr, sehr schön beschrieben, weil wir dann nämlich vergleichen, naja, und dann, wenn man so mal sagt, ne, wie war jetzt mein Tag oder was mache ich gerade, würde Elon das jetzt gerade auch tun? Und dann schaust du ihn so an und denkst da so, nee, kommt dann als Antwort zurück, er würde es vermutlich nicht so machen. Na, und dann die Frage, wie würde er es machen? Also wirklich sehr schöne Übung, sehr spannend, weil man sich dann auch anders wahrnimmt und auch mal fragt, okay, macht es eigentlich wirklich Sinn, was ich gerade selber tue? Also wirklich Absolut. fantastisch. Ja, und von dem her, du hast ja auch noch für unsere Community was Schönes mitgebracht und wirklich, wo ich sage, das ist wirklich eigentlich der Wahnsinn, komplett kostenfrei, wie man tiefer eintauchen kann. Für diejenigen, die sagen, so wow, davon möchte ich eigentlich noch viel mehr haben. Ich habe verstanden, ja, das verändert mein Leben. Vielleicht kannst du das noch kurz zusammenfassen.
Ja, wir haben jetzt alles, was ich so die letzten 20, 30 Jahre bei NLP entwickelt habe, haben wir auf eine Plattform gebracht. Und auf dieser Plattform gibt es 1000 Lektionen, es gibt Kurse, es ist wirklich irre viel für Anfänger, für Fortgeschrittene. Und ein Tool auf dieser Plattform, das ist die 7-Tage-Challenge. Da macht man 7 Tage, also meldet man sich einfach an, ist kostenfrei, kriegt man jeden Tag, kriegt man ein 10, 15-minütiges Audio-File von mir mit einer Übung, so wie wir sie jetzt gemacht haben, ein bisschen ausführlicher, mit Musik hinterlegt, ein bisschen Studio aufgenommen und so, wo man wirklich in NLP sehr schön eintauchen kann. Geht es um Ziele, geht es um Entscheidungen, geht es um magischen Moment, geht es um in die Zukunft zu gehen. Wirklich eine fantastische Übung ist die 7-Tage-Challenge. Aber ich möchte das deiner Community Zugang geben zu alledem für einen 2-wöchigen Testzeitraum. Das heißt, 2 Wochen können Sie komplett kostenlos unsere Mega-Plattform nutzen. Es gibt keine Abo-Falle, nichts. Es verlängert sich nicht automatisch oder irgendwie so. Wer nach 2 Wochen, einfach wenn die Zeit einfach abgelaufen ist, dann ist man in der Free-Version. Das heißt, man kann immer noch ganz viel machen, aber hat nicht mehr Zugang auf die High-End, auf die Profikurse. Das heißt, in den 2 Wochen ruhig mal die Gelegenheit nutzen, sich alles anschauen. Wir haben fast jeden Tag haben wir ein Live-Online-Seminar abends. Also wer wirklich Lust hat, mal NLP zu üben oder wirklich zu erleben, der kann da richtig eintauchen und Spaß dran haben. Und das ist jetzt also ganz neu und jetzt zum ersten Mal, dass ich das überhaupt erzähle, dass es das gibt. Also 2 Wochen Testversion für unser Premium-Abo. Nach Ablauf immer noch die Free World, wo man ganz viele Videos von mir hat, Einführungskurse. Also es ist klasse, um das einfach kennenzulernen. Ich wünschte, das hätte es früher schon gegeben, als ich gestartet bin, wo man wirklich einfach online sich so in die Tiefe weiterbilden kann. Echt super. Oh, wirklich tolle Sache. Ich weiß ja auch, wie intensiv du dabei bist. Du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Seminartage pro Jahr, aber ich weiß, du bist immer sehr, sehr beschäftigt, immer die ganze Zeit unterwegs, auch mit den ganzen Seminartagen. Und ich weiß auch, ihr habt unglaublich viele Sachen. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Wenn du da weitermachen möchtest mit diesem Bereich, ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit. Auch nochmal erwähnt, es ist kein Abo irgendwo mit drin. Also wirklich eine super Geschichte und kann es einfach nur sehr empfehlen. Arbeite an deinem Geist, arbeite an deinem Mindset. Du wirst es zeitversetzt ein viel, viel, Vielfaches zurückbekommen. So verändert sich das Leben. So kann man für sich selber persönliches Glück auch aufbauen und eben auch das Thema finanziellen Erfolg, was ja auch ein Hauptthema bei uns ist, aber eben nicht nur Geld, sondern auch das, was dahinter ist und auch die Freiheit dahinter. Und das passiert eben alles hier oben. Also wirklich tolle Geschichte, kann ich sehr empfehlen. Ja, Stefan, herzlichen Dank. Dann, wenn dir das Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren, ganz, ganz wichtig. Und wenn du möchtest, dass andere Menschen davon profitieren, dann gib es doch weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann möchte ich dir, lieber Stefan, noch das Schlusswort geben. Ja, unser Leben ist so eine fantastische Möglichkeit, so ein fantastisches Geschenk. Und viele machen gar nicht das draus, was in ihnen möglich wäre. Und dabei sind manche Sachen so einfach. Wir müssen uns nur hier und da ein bisschen bilden. Wie funktioniert das hier oben im Geist? Ein paar einfache Strategien und Technik und dann lebenslang davon profitieren. Und meine Botschaft an die Welt ist immer, entfalte dein Potenzial und lass dein Licht in die Welt scheinen, gerade in Zeiten wie jetzt. Da brauchen wir einfach viele Menschen, die aufstehen, die ihr Potenzial entfalten, die mit voller Freude sich selbst verwirklichen und ihr Traumleben auch erreichen. Und daher macht dein Leben zu einem Meisterwerk. Wirklich ganz tolles Schlusswort, kann ich genauso unterschreiben. Ja, gerade jetzt wichtiger denn je, vielleicht in diesen spannenden und bewegten Zeiten, dass das hier oben fit ist. Also, Stefan, herzlichen Dank nochmal. Ja, und wie gesagt, unten der Link, wir verlinken das und ja, bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.